Ja, mein Name ist Leon, ich bin 23 Jahre alt und bin hier im zweiten Lehrjahr als Industriemechaniker. Mein Name ist Marvin, bin 23 Jahre alt, bin jetzt ca. 8 Jahre bei der Firma Nimag und bin im Vertrieb tätig. Ich bin Luisa, bin 19 Jahre alt, bin im dritten Lehrjahr und mache Elektronikerin. Ich bin Narana, bin im ersten Ausbildungsjahr als Industriekauffrau. Die Arbeit hier ist sehr vielfältig und macht sehr viel Spaß mit den einzelnen Mitarbeitern. Das Arbeitsklima ist halt sehr voll hier und macht halt meine Scheiße. Im Unternehmen fühlt man sich nicht als Azubi. So war es für mich in meiner Ausbildung, weil man kommt sich vor wie ein Geselle. Nicht ab dem ersten Tag, aber ich sag mal, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man sich ins Unternehmen eingelebt hat, wie das halt immer so ist, fühlt man sich direkt als volles Mitglied des Unternehmens. Darf man auch mehr selbstständig machen, als auch besser, wenn man nicht immer alles gesagt kriegt, dass man auch selbstständig arbeiten kann, dass man auch sieht, was man schon so alles selbst kann. Ja, ich darf auch Bestellungen intern als auch extern schreiben. Ich darf Rechnungen buchen. Ich krieg viele Sachen, die man selbst machen muss. Also wir haben eine eigene Firmenmannschaft, mit der wir Fußballspiele gegen anderen Firmen austragen. Ja, und da haben wir eigentlich untereinander immer relativ viel Spaß. Ja, doch. Also ich kann von mir behaupten, ich denke mal, das trifft auch auf alle anderen hier im Unternehmen zu, dass man sich auch privat gerne mit den Kollegen trifft. Nicht nur beruflich, sondern auch privat gerne mit ihnen zusammen ist. Also bei uns ist es eigentlich noch nie vorgekommen, dass kein Auszubildender übernommen wurde. Egal, wie die Prüfungen gelaufen sind. Also man hat hier immer, dass man direkt übernommen wird. Also die Frage ist halt, wird ja eher drauf geguckt, wie du hier in der Firma bist und ob du was kannst hier und in der Schule. Genau. Weil ich bin jetzt auch nicht so der Hit in der Schule und kann das jetzt hier, sag mal, praktisch besser. Und dann finde ich auch besser, dass die jetzt hier auf Praktische gucken. Ja. Wobei das ja bei anderen Firmen nicht so ist. Also bei uns ist das eigentlich schon gut geregelt, finde ich. Dass man hier mehr in die Produktion mit eingebunden wird und nicht so nur auf das Äußere geguckt wird, wie Schule oder sowas. Auch gerade die Vorbereitung durch Lehrgänge überbetrieblich in der Lehrwerkstatt. Die Vorbereitung oder den Stoff hat man ja vorher schon drin für die Schule. Ne? Also mir persönlich ist immer der Schulweg dann leichter gefallen durch die ganzen Weiterbildungen, die ich während meiner Ausbildung hier noch genossen habe. Die Weiterbildung hilft mir auf jeden Fall. Für mich war es damals immer schön, zum Kunden rauszufahren, gerade hier in so Riesenwerke, wo Autos hergestellt werden, die man so nur im fertigen Zustand kennt und dann die Entstehung auch mal sieht und das Einsatzgebiet der Anlage oder der Maschine sieht, was wir hier bauen. Ja, das denke ich auf jeden Fall, weil das Arbeitsklima hier relativ gut ist und man halt seine eigenen Produkte herstellen kann und sich mal immer weiterentwickeln kann. Ich denke einfach, weil wir ein super soziales Unternehmen sind und selbst auch in schwierigen Wirtschaftszeiten, die ich auch miterleben durfte, die Arbeitsplätze hier doch irgendwie gesichert sind und irgendwie dafür gesorgt wird, dass man hier die Leute beschäftigen kann und dass sie wirklich am Ende vom Monat irgendwie dann doch ihr Geld bekommen. Ne? Man fühlt sich ja auch wohl hier. So ist ja auch nicht nur so Arbeitskollegen und Freundschaft, ist manchmal auch so ein bisschen wie so Familie. Ja, kann man schon so sagen.